Ein amerikanischer Kardiologe hat den Weizen aufs Korn genommen. Weizenwampe heißt der Bestseller von Dr. William Davis, der ganze Völkerstämme zu einer wahren Anti-Weizen-Hysterie treibt. Weizen mache nicht nur süchtig, sondern auch krank, so seine These. Er soll Haut, Herz und Hirn angreifen, den Alterungsprozess beschleunigen. Und er drischt weiter, heftig ein auf das Ehrengold. Weizen fördere das Diabetesrisiko und führe zu starkem Übergewicht, denn er ist ein Appetitanreger. Mit anderen Worten, Weizenesser sterben früher. Zunächst einmal ist unbestritten, dass das Weizeneiweiß, Gluten, die Gesundheit schwer schädigen kann. Manche Menschen leiden unter einer Glutenunverträglichkeit, der sogenannten Zöliakie. Die zeigt sich in einer chronischen Erkrankung des Dünndarms. Bei dieser Nahrungsmittelunverträglichkeit ist die Weiterverarbeitung der Nahrung erschwert, weil Enzyme im Darm fehlen. Das äußert sich unter anderem in Bauchschmerzen, Verdauungsstörungen, Kopf- und Gliederschmerzen oder Müdigkeit. Zöliakie-Patienten müssen Gluten unbedingt meiden. In Deutschland gibt es etwa 300.000 Menschen, die Gluten nicht vertragen. Das sind weniger als 0,4% der Bevölkerung. Deutlich mehr Menschen meinen aber offenbar, dass Gluten ihnen nicht gut tue. Dr. Davis sieht das noch radikaler. Er rät auch gesunden Menschen, völlig auf Weizen zu verzichten. Und die Lebensmittelindustrie wittert ein dickes Geschäft. Brot aus Maismehl, Nudeln aus Reis und Soße ohne Weizenstärke. Solche Produkte boomen. Sie sind glutenfrei und haben ihren Preis. Mit seiner Kritik am Weizenkonsum bricht William Davis mit unseren grundsätzlichen Vorstellungen zur Ernährung, die wir über Jahrtausende entwickelt haben. Aber auch wenn es wenige Weizen-Totalverweigerer wie Davis gibt, das Interesse an Alternativen steigt. Wie gefährlich ist also unser täglich Weizenbrot? Ja, Weizen ist ja nicht gleich Weizen, Frau Linz. Die Pflanzen sind ja heute teilweise so verändert worden, dass von dem Urweizen kaum noch was übrig ist. Ne? Wir müssen also vieles mit Vorsicht genießen unter diesem Aspekt. Was halten Sie davon? Das stimmt schon. Das heißt aber nicht, dass man Weizen meiden muss. Natürlich hat er auch etwas weniger positive Nährstoffe, wo man eher aufs Roggenkorn zurückgreifen sollte. Aber er ist auch nicht gänzlich schädlich, wenn er in der richtigen Menge genossen wird. Und das ist das Spannende. Was gab es bei Ihnen zum Frühstück heute? Was gab es zum Frühstück? Ich hatte heute ausnahmsweise Müsli, aber es wechselt bei mir immer sehr stark. Und da achten Sie auch drauf, Müsli, da ist ja oft sehr viel unterschiedliches Getreide drin, auch Weizen. Da mag ich lieber Hafer, weil er einfach ein bisschen kräftiger im Geschmack ist. Sollte man dunkles Brot generell dem hellen vorziehen, abgesehen vom Preis, woran merkt man denn, dass es wirklich dunkles Korn ist? Oft sind das doch Farbstoffe, oder? Jetzt muss ich mit einem Jein antworten. Ein dunkles Brot kann ein Vollkornbrot sein, muss es aber nicht. Es ist nie richtig dunkelbraun, geht eher in eine leicht gräuliche Farbe. Und man muss unbedingt hinterfragen, entweder beim Bäcker oder mit der Zutatenliste, ob ein Vollkornmehl wirklich an erster Stelle der Zutatenliste ist. Sonst ist Brot häufig tatsächlich komplett aus Weizenmehl und dunkel gefärbt mit Malzextrakt, mit Zuckerrübensirup und hat mit Vollkorn und den positiven Stoffen gar nichts mehr zu tun. Also mein Eindruck auch. Ne? Das ist also so ein schönes dunkles Brötchen, aber auch aufpassen. Ne? Auch Körnerbrot, weil ja hoher Fettgehalt, weil meistens Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, aber nicht Vollkorngetreide. Was halten Sie denn von der ziemlich radikalen, aber mittlerweile weit verbreiteten These, dass nahezu alle Zivilisationskrankheiten, sagen wir nur Diabetes, sich durch Weizenverzicht heilen lassen könnten? Also dass praktisch der Weizen schuld an vielen dieser Krankheiten ist heutzutage. Bin ich nicht dafür, beziehungsweise dem stimme ich nicht zu, weil hier viele Halbwahrheiten und Mythen zusammengeworfen werden. Problem ist, dass Weizen nicht selten in Kombination auch mit viel Zucker wie beim Kuchen vorkommt, was durchaus, auch wenn genetische Dispositionen da sind, auch zum Diabetes führen kann. Aber der Weizen allein ist dann nicht daran schuld. Wann wird denn nun der Weizen zum Dickmacher? Also zu viel haben wir schon angesprochen. Genau, wenn es zu viel ist, wenn er insbesondere auch im späten Abendbereich gegessen wird. Aber hauptentscheidend ist einfach die Gesamtmenge. Und Problem ist der Nährstoffmangel. Ich schneide mit einem Roggenvollkornbrot, was die ganzen Vitamine, Mineralstoffe angeht, besser ab und kurble somit meinen Stoffwechsel an, was beim Weizen vernachlässigt wird. Gluten ist ja der gefürchtete Bestandteil des Weizens, aber auch Geschmacksträger.
ganz wichtig. Ne? Also die Sachen müssen ja auch schmecken. Ne? Wenn das so pappig ist, geht es ja auch wieder nicht. Was ist denn nun mit dem Gluten? Ganz kurz Unterschied. Gluten ist das Klebereiweiß im Getreide. Und dann gibt es noch das Glutamat. Das ist der Geschmacksverstärker. Nicht verwechseln. Gluten ist ein Problem für Patienten, die zum Beispiel unter Zöliakie oder Glutensensitivität leiden. Die können dieses Eiweiß nicht gut im Darm abbauen. Dann führt es mitunter zu Darmentzündungen oder zu massiven Problemen, Gelenkbeschwerden, Durchfällen, Blähungen. Und dann muss man in der Tat glutenhaltige Getreide, wozu nicht nur der Weizen zählt, meiden. Also grundsätzlich auf Weizen zu verzichten, wäre nicht die Lösung aller gesundheitlichen Probleme, auf die Sie auch gerade eingegangen sind. Wenn es zu einfach wäre. Ja, wäre zu einfach. Ne? Ja. Also aufpassen. Wenn man nicht krank ist, dann sollte man sich wenigstens ausgewogen ernähren und darauf achten, dass nicht zu viele Inhaltsstoffe drin sind, die man möglicherweise nicht verträgt. Auf alle Fälle immer Zutatenliste lesen und alles, was kleine Kinder noch nicht lesen können, ist für uns auch nicht gut. Ansonsten Fachkraft zur Rate ziehen und ruhig mal zur professionellen Ernährungsberatung gehen. Ja. Zum Beispiel zu Ihnen. Danke für den Besuch bei uns, Frau Linz. Danke.